Wer moderiert an? Wie ist das hier schief? Wer fängt denn an? Jemand anders. Ich habe Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Axel. Schon wieder. Ist das Mikrofon an? Ich hoffe. Du hast es diesmal angemacht. Wen guckst du denn gerne auf YouTube an und warum? Du meinst natürlich jetzt Outdoor und... Outdoor, Wandern, so. Ja, also ich gucke lange und wirklich gerne Kai Sackmann, also Sacki. Die Videos finde ich immer äußerst ausführlich, beeindruckend ausführlich. Und wer was schon mal gemacht hat und die Videos sieht, der weiß, Sacki hat irgendwie 100 Kamerapositionen, nur wenn er den Reißverschluss eines Rucksacks bespricht. Und wenn wir hier unterwegs sind und die Kameras verstellen, kann man ungefähr erfahren, was der für einen Aufwand treibt, wenn er das alles alleine tut. Aber nicht nur deswegen, also der Aufwand, Hut ab, aber auch der Inhalt sehr detailliert, sehr ausführlich. Und ich finde auch immer mit einem guten Witz dabei. Also das gefällt mir sehr gut und ich glaube, es ist auch fachlich sehr gut. Mhm. Und hast du irgendeinen Kanal, den du gerne guckst? Also ich mag Travel Run Play ganz gerne. Mhm. Die Betreiberin heißt, ich glaube, die heißt Carina. Ist sympathischerweise auch nicht als geborene Sportlerin geboren, sondern man kann halt schön im Blog nachverfolgen, wie sie sich das halt so erarbeitet hat. Und fing, glaube ich, in Melbourne mit dem Laufen an. Also der Reisefaktor ist halt eben auch ganz groß. Und das Schöne ist vor allen Dingen, wenn sie Videos macht, die sind, also man merkt, sie ist Gestalterin und die sind sehr schön geschnitten. Die haben eine schöne Atmosphäre und auch wenn sie dann spricht, die Texte sind schon fast ein bisschen lyrisch, aber auch nicht zu sehr. Aber ich finde es sehr sympathisch einfach. Und worüber spricht oder schreibt sie so? Überwiegend über das Laufen und wie sie halt, oder sie nimmt sich beim Laufen auf, wie sie dann halt in verschiedenen Ländern ist. Du kannst halt eben auch die Kategorien wirklich nach den unterschiedlichen Regionen der Welt sortieren und finde es für viele, viele Ecken der Welt einfach mal einen Bericht oder ein Video. Cool. Und Axel, wie sieht es bei dir aus? Also ich gucke ja oder habe immer, leider ist es ein bisschen ruhig geworden auf dem Kanal, ein Wandervideoblog vom Torben. Immer sehr, sehr lustig, egal ob da jetzt von einer 24-Stunden-Wanderung berichtet wurde. Also am geilsten waren natürlich immer die Outtake-Folgen. Also da kommt man echt ans Lachen. Aber wie gesagt, da ist es halt ein bisschen ruhig geworden. Aber du hast uns ja bei unserer kleinen Redaktionskonferenz Finn Kliemann gezeigt. Der hat jetzt nicht so viel mit Outdoor zu tun. Wobei diese Selbsttragevorrichtung für eine Actioncam, die wäre natürlich für uns Outdoorer auch schon was. Aber ich hoffe einfach mal darauf. Wir haben ja im Vorfeld vom Eifelcamp haben wir ja überlegt, was kochen wir. Und wir waren ja schnell der Meinung, wir müssen irgendwann mal so einen Spanferkel machen. Lieber Finn, wenn du das hörst und hast eine Idee, wie man eine Vorrichtung für einen Spanferkel, was über dem Feuer gegrillt wird, tüddeln kann. Wir würden da so ein paar Tipps gerne annehmen. Oder vielleicht baust du auch irgendwas und wir testen es dann nachher. Finden wir gut. Ja. Oder du kommst mit. Oder kommst mit, genau. Aber wenn nicht, glaube ich, freuen wir uns noch auf weitere Videos von Finn, oder? Das die sind auch nämlich sehr. Immer sehr unterhaltsam. Ja, wunderbar. Das waren unsere Top-Favorite-YouTube-Kanäle. Was nicht heißen soll, dass es nicht ganz viele andere Kanäle gibt, die auch super sind, aber das wird jetzt zu lange dauern, glaube ich. Und in der nächsten Position können wir uns einmal um den Jörg drehen. Einmal um den Jörg drehen? Du meinst so wie Mond um Erde oder so? Das ist wie einfach nur tauschen. Achso.